Hey, liebe Leute, herzlich willkommen live aus Kenia, Stricker TV. Heute aber nur eine ganz kurze Sendung, weil die lange Sendung habe ich schon bereits gemacht auf Schweizerdeutsch. Es lädt gerade auf Locals hoch. Ich kann ja nicht live senden, weil die Downloadgeschwindigkeit ist 500 Megabit, aber Upload nur etwa 2 oder 3, seltsamerweise. Und darum geht es ein bisschen länger. Auf jeden Fall, ich habe auch die Mücken gefressen. Malaria willkommen. Aber ich bin hier in einem wunderbaren Tempel. Darüber möchte ich mich nicht groß auslassen, das nur auf Locals, weil es mir ein bisschen zu privat ist. Geht niemandem was an, wo ich gerade bin. Aber ihr seht, ich bin an einem sehr schönen Ort. Und ich habe ja natürlich das Politische ein bisschen vergessen können in den letzten Tagen, aber trotzdem habe ich das jetzt nachgeholt. Ich habe die Kamala Harris Rede thematisiert, ich habe Sinwars Tod thematisiert. Ob das ein heldenhafter Tod war, muss jeder selber entscheiden. Auf jeden Fall ist er im Gazastreifen ins Leben gekommen, im Einsatz. An der Front hat er gegen einen übermächtigen Gegner bis zum Schluss gekämpft. Und warum die israelische Regierung das publiziert hat, wie dieser Mann quasi in letzten Sekunden noch Widerstand geleistet hat und daher zumindest aus palästinensischer Perspektive ein riesiger Held ist, dass er begründe ich ebenfalls in meiner Sendung, man kann darüber noch mutmaßen, es hat sicher mehr innenpolitische als außenpolitische Gründe. Es war sicher unklug, das zu tun, wenn es darum geht, sage ich mal, den Gegner zu demotivieren. Das ist wahrscheinlich dann eher motivierend gewesen. Seht ihr das Meer? Wunderbar. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort, wo ich bin. Ich bin alleine hier und das ist aber so eine typische Honeymoon Destination. Ist ein bisschen langweilig. Aber ich war vorhin in einem anderen Hotel, aber das war ein bisschen zu aufregend für mich. Und darum habe ich mich jetzt entschlossen, an diesen langweiligen Ort zu gehen. Wow, ich hätte hier meine Sendung machen sollen. Da, je mehr Licht, desto weniger Falten. Das ist der Trick. So, das war's schon. Nur ein Lebenszeichen, um zu sagen, ich komme wieder. Auch auf Stricker TV werde ich wieder unterwegs sein. Ich habe jetzt einfach meine Leute auf Locals ein bisschen bevorzugt, weil sie es verdient haben. Und ihr habt es auch verdient, tolle Nachrichten zu halten, unabhängig, kritisch und manchmal wahnsinnig schlecht gelaunt. Ja, genau. Gut, das wäre es gewesen. Oh mein Gott, die Mücken haben mich gefressen. Also, wenn ich Malaria kriege, dann sende ich dann live aus dem Spital, wenn es geht. So, das ist es gewesen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Hier ist es 12:30, übrigens unglaubliche Temperaturen. Ihr seht es immer zwischen 24 und 30 Grad. Also nur eine Diskrepanz von 6 Grad, egal ob morgens um 4 Uhr oder nachmittags um 4 Uhr. Im Moment ist es 25 Grad. Also noch ein Grad kühler und dann ist die Minimaltemperatur erreicht und das ist immer noch über Raumtemperatur. Ist das nicht der absolute crazy Wahnsinn? So, tragt euch Sorge und bis zum nächsten Mal, dann, wenn es heißt Stricker TV. Oh, gut gegessen habe ich auch. So, meine Leute sind zu 67% glücklich, weil so viel ist schon hochgeladen vom Video. Seht ihr? Hier geht's los. Stricker TV, davidaniel.st. Aber auch bald wieder mehr Sendungen auf YouTube. Das Leben ist schön. Für mich, für dich hoffentlich auch. Auch ohne Stricker TV. Aber bald, morgen, übermorgen, übermorgen, ich weiß es nicht. Aber es wird passieren. Stricker TV wird wieder auferstehen. Bis bald.